Whoa! Oh! Was denn jetzt? Die will ich haben! Die will ich haben! Der war gut. Oh nein! Ach du Scheiße, ich bin wieder zu spät. Und LKW! Was jetzt? Ich knall nicht ab! Wer mit dem Auto? Nein! Ab! Die haben sich überschlagen! Jetzt will ich aber nicht von Maria irgendwelche Aufträge annehmen, oder was? Sayonara, Salvador! Oh, jetzt soll er Tauro umbringen. Das will ich aber eigentlich nicht. Aber eigentlich schon. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship. Was für eine Beziehung. Or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza. And I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our Ach, die Yakuza! But first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Schieß Maria ab. Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Komm. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Ja, was läuft denn da jetzt ab? Was für ein Pornomilieu bin ich denn jetzt hier gelandet? Massagestab? Ich weiß nicht, wie das ist. Muss ich wieder auf die andere Seite oder was? Im Auto? Rüberballern? Oh, soll ich jetzt erstmal über die Brücke fahren? Ah, jetzt muss ich ihn abknallen. Ich bin ja nicht dafür. Und außerdem, was ist Maria denn? Guck mal, die hängt mit der Jacuzzi ab. Mit den Feinden. Was ist denn hier passiert? Was ist denn das hier für eine Plane? Hallo? Eingewintert oder was? Nee, also ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ist Maria. Die spielt da zwischen zwei Fronten, wenn die hier mit Salvatore, mit den Jacuzzi abhängt. Das heißt, da ist das noch länger schon irgendwas gelaufen. Boah, was ist das für ein geiler Wagen hier, hallo? Yo. Soundcheck. News just in from the traffic desk. Repairs to the Muss mal checken, wie ich da rüberkomme. Toll, hier kann ich. Was ist denn das für eine Schnellstraße hier oben lang? Jetzt muss ich den abknallen. Ah ja, Salvatore, aber so läuft das Leben, ne? News just in from the traffic desk. Repairs to the Callahan Bridge have been completed. Sehr schnell. Since the explosion. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Da lang und dann nachher links. News just in from the traffic desk. Repairs to the Callahan Bridge have been completed. Since the explosion, engineer. Zu früh oder was? Ach, verdammt, ein zu früh. News just in from the traffic desk. Repairs to the Callahan Bridge. Hast du dich gerade mal an einen Stadtteil gewöhnt? Das heißt, ich darf jetzt über die große Brücke? Ich bin ein Flüchtling, ich darf in die Freiheit. Jawoll. Na, da geht doch was. So schön hier. Einmal auf die Mittelspur. Fast ausgebaut wie auf der deutschen Autobahn. Was ist das? Eine Schanze, eine Schanze! Jawoll! Boah! Wenn ich den lande! Ich kann nichts machen, wenn ich den lande. Oh, ja. Hä, was ist das denn? Oh nein. Aussteigen. Oh, wir müssen. Aber gerettet, die Möhre. Und weiter geht's. Nicht schlecht. Würde ich wieder so machen. Schade nur das Auto. Also 7.30 Uhr kommt der Johnny da raus. Das Auto gefällt mir wirklich. Jetzt muss ich ihn abknallen. Oh, ist ja gut. Da nochmal ein Stunt. Sag mal, jetzt habe ich es aber hier. Merkt nicht mal. Was passiert? Oh. Oh, ich bin oben drauf. Wow, 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 wow. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Boah, wie viel Zeit man jetzt so hat. Boah, das hat sich aber. Das haben die aber richtig verändert und verbessert. 100%.
Oh, scheiße. Salvatore kommt nicht raus. Ich will das Auto da vorne haben. Was da? Vorher bemerken dich über Fiosi. Was soll ich denn jetzt machen? Das wird wieder schwierig jetzt. Oh, er hat mal zwei Stunts hintereinander. Also jetzt zu... Tony. Ah, verdammt, habe ich auf die Karte geguckt. Was soll ich denn machen? Tony weiß ja gar nicht, wer ich bin. Er wundert sich aber, warum ich nicht tot bin, oder? 7:30 Uhr, ist gleich soweit. Ich gehe in Lauerstellung. Jetzt kommt er raus! Na, wo ist Salvatore jetzt? Hallo? Salva? Salvatore? Hallo? Salva? Salvatore? Was jetzt? Jetzt gibt's Massaker. Oh! Was denn jetzt? Scheiße. So, oh nein, jetzt muss ich wieder die ganze Strecke fahren. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Verdammt noch eins. Oh, das war ja jetzt aber doll. Also ich muss mir einen Plan überlegen. Da mach ich nochmal einen Stunt. Da mach ich nochmal einen Stunt. Was könnte ich dann machen? Ich habe gerade überlegt, dass ich mit Vollgas da mit dem Auto da reinballer. Was habe ich denn noch für Waffen? So, gar nichts. Da muss ich mir wirklich noch einen Plan überlegen. Halt dein Maul. Ich muss mir einen Plan einfallen lassen. Ich bin ja nicht so ein Profi-Mafiosi. Bis jetzt habe ich aber nur die Pläne ausgeführt. Jetzt muss ich einen Plan ausführen, also einen machen. Jetzt nochmal einen Stunt, nochmal einen Stunt. Ich verreiß die Karre. Wieder mal einen schönen Seitenzieher. Ist ja gar nichts passiert. Boah, wie viel Zeit man jetzt auch hat. Krass. Boah, ich bin so oft gestorben in diesem brennenden Auto. Ah, nur weil sie... Ah, jetzt haben sie es gefixt. Also was muss... Oh, was ist denn jetzt? Sag mal, was ist denn manchmal... Den will ich haben, den will ich haben, den will ich haben, den will ich haben, den will ich haben. Den will ich haben, den will ich haben! Ey! Ey! Komm schon, rote Ampel, rote Ampel! Oh, den will ich haben. Sag mal, was ist, wenn ich den von dem Club parke? Dann kommt doch das, dann kommen die doch da gar nicht raus. Ich brauche einen Plan, ich brauche einen Plan. Oder ist das so gemacht? Oh, was ist denn hier schon wieder los? Oder ist das so gemacht, dass ich quasi immer explodiere, wenn die auf mich ballern? Sofort. Ich habe quasi gar keine Chance. Das ist wieder eine gute Frage, ne? Die Polizei sieht auch gar nichts. Wenn du vorlügst... Achso, ich muss erstmal... Boah, bitte... Boah, Beschleunigungsrennen! Was macht er denn jetzt? Was ist denn, Alter? Hör mal. Boah. Was ist denn mit ihm? Heizt er denn so ab? Oh, jetzt. Da muss ich mir was einfallen lassen. Soll mir einer sagen, dass er keinen Bodyguard hat? Der war gut. Bevor er zu Hause ankommt. Scheiße, ich muss in den Weg. Oh, der hat schon Vorsprung. Oh, Micha, du hast nicht aufgepasst. Das wird nichts. Verkackt. Mission verkackt. Verkackt. Mission verkackt. Mission verkackt. Mission verkackt. Oh, er ist ja schon bei sich zu Hause. Und verkackt. Oh nein. Ah. Schlürft einen Cocktail. Verdammt. Also brauche ich doch einen LKW davor. Also davor brauche ich einen LKW, dann kann ich das Auto wegrammen. Das ist doch ein Plan, ne? Was mache ich denn am besten? Am besten brauche ich einen Truck oder so, damit ich ihn richtig die Fresse polieren kann.
Oder ich warte auf ihn, aber ich komme ja nicht gegen die anderen da an. Jetzt nochmal ein Stunt-Bonus! Ein Stunny-Stunt! Scheiße, der dreht sich nicht perfekt. Ah, der kommt. Und weiter geht's. Oh nein. Oh, nochmal. Ja, gerade, komm. Geiles Ding. Oh! Den alten Eiswagen. Naja, darauf fallen die, glaube ich, nicht rein. Verdammt, ich darf nicht entdeckt werden. 37 kommt aus dem Club. Ich brauche einen LKW. Ich brauche irgendeinen. Was denn jetzt? Ah, die Triaden wieder. Boah, ist jetzt. Ich brauche einen LKW. Ich brauche was anderes. Ich brauche was Fetteres. Nein, Mann, ich brauche was Fetteres. Ja, ja, schießt alle nur auf mich. Ja, ja, ich warte da nicht. Ich brauche einen LKW, Mann. Wenn du einen brauchst, ist auch nie einer da. Oh, Mann! LKW! 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 Oh, nichts Besseres als das? Zeit rennt mir davon. Wo sind denn die jetzt alle hin? Bus oder ein LKW? Wenn du mal wieder was suchst, findest du nichts. Das ist doch ein Ding. Hä, hab ich hier schon mal lang gefahren? Was ist denn das hier noch? Hier war ich... Wow. Hier muss doch ein LKW sein auf der Interstate 133.424. Hä, hier war ich ja noch nie. Ach du Scheiße, nee, hier wollte ich gar nicht lang. Ach du Scheiße, ich bin wieder zu spät. Oh nein, ohne LKW, ich muss zurück. Zurück. Wie mache ich denn das am besten? Einfach RAM bringt ja nichts. Panzerfaust. Oh, die haben auch alle eine Schrot. Na toll, und ich bin hier im Tunnel. Wie auch drinnen sitzt der Typ. Fuck, Mann. Mit meinem Sportwagen komme ich nicht weit. Also er verlässt jetzt den Club. Jetzt verlässt er den Club. Das heißt, ich kann ja... Und LKW! Das! Gib her das Ding, du! Nicht das Ding! Nein! Den da, den da, den da! Oh! Na! Oh, oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Oh, bin mal gespannt, ob das was wird. Was soll ich jetzt machen? Wo ist er jetzt hin? Hä? Oh! 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 Was jetzt? Ich knall dich ab! Ich knall dich ab! Wer wird das Auto? Nein! Ab! FFFF! Nein! Aber schau, das ist... Warum hat der auch eine Faust gehabt? Ich weiß es nicht. Ich wollte schießen. Ach Mann, ich merke, die Mission wird wieder kacke. Die wird kacke. Mit dem Bus fand ich gar nicht so schlecht. Das war gerade nur eine... Ich glaube, ich muss die... Guck mal, wenn ich die ramm... Siehst du? Ich ramm die, dann steigen die aus wie im Grat und dann kann ich sie überfahren. Alles klar. Handbremse! Boah, der war gut. Jetzt wollen wir mal einen schönen Stunny-Stunt. Und einen Bus. Und nochmal einen Stunt. Ich würde gerne so 360 so... Flippy, ein Kickflip. Schön Kicker. Kicker, Kicker, Kicker. Jo, der wird gar nicht gezählt. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Oh, das Ding brauche ich. Jawohl, das ist ja wie bei Stirb langsam. Oh, oh, der ist aber ein bisschen offen, das Teil. Oh, was ist da passiert? Taugt der was? Erinnert mich gerade wirklich an Stirb langsam 3. Fand ich auch mit mir zum LKW nachher über die Brücke. Also Micha, du brauchst einen Plan. Bis jetzt hast du nur Pläne ausgeführt. Du musst langsam selbstständig werden. Du musst dir einen eigenen Plan ausdenken. Also ich glaube, dass... Also ich weiß nicht, was ihr jetzt sagt, was ich machen müsste, aber ich denke mal, wenn ich den jetzt ramme ein paar Mal, dann steigen die aus, dann kann ich über die rüberfahren, über die Leute. Außer die knallen mich dann ab. Und dann...
kann ich hoffentlich Salvatore da aus dem Auto ziehen oder den einkesseln oder irgendwas. Ist schon wieder so eine Mission, aber gut. Hat nie einer gesagt, es ist leicht, das Salvatore umzubringen. So, jetzt geht wieder raus. Ist die einfacher? Weil in dem Viertel werde ich abgeschossen, das bringt mir nichts. Ich muss verhindern, dass er bis da kommt. Ich muss den rammen. Weg jetzt. Einfach warten und rammen. Reinrammeln. Muss da reinrammeln. Geht der da jetzt raus oder was? Wo ist er denn jetzt? Da ist er doch! Ah. Den Moment hätte ich abwarten müssen. Genau. Ich glaube, den Moment kann man gar nicht abwarten. Jetzt seid ihr am Arsch. Auf das. Taktik geht auf. Oh! Maul. Jetzt nur diesen Typen da folgen. Scheiße, die haben ja Power. Ah, nein. Oh, wie heißt der denn hinweg? Oh, die haben sich überschlagen. Oh, oh, was passiert? Da, oh, übelst. Oh, die sind viel schneller als ich. Die bauen noch einen Unfall, 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 die bauen noch einen Unfall. Also, okay. Boah, fuck, ist das schwer. Salvatore, mich machst du so einfach. Ich muss zu 8. Ah, nein, das klappt nicht. Was ist... Was ist, wenn ich diesen kleinen Moment ausnutze? Mit dem Sportwagen kann ich doch... Oh, ich fand das schon ganz geil gerade mit dem LKW. Die Karre müsste am besten halb lang. Oh, mich nervt es nur jedes Mal dahin zu fahren, zu warten, bis er aussteigt. Aber dieser kleine Moment, wo er gerade, wenn ich den dann überfahren würde. Das klappt nicht, Mann. Hab ich ja gesehen, dann ballern die mich. Ich probiere jetzt nochmal die Taktik, ihn zu überfahren, wenn er aussteigt. Das wird aber nicht funktionieren. Schönst. Ah! Guck mal, ich gebe Gas und der bremst. Ich gebe eigentlich Gas. Guck mal, weh. Ist gar... Was ist denn jetzt da los? Was soll ich denn da unten? 5000? Wow. Also, ich brauche einen Plan. Schulbus. Also, theoretisch, von der Geschwindigkeit her, bräuchte ich den Wagen. Damit ich hinterherkomme. Das ist wieder so ein LKW. Auf den Müllwagen. Auf den Müllwagen. Müllwagen. Komm, ich bin mit dem Müllwagen. Was ist denn jetzt? Ihr asozialen Triaden, Huren, Arschlöcher, Wichser, Penner. Komm, 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 komm. Da werde ich doch keine Chance haben. Aber ich hab. Oder ist das. Ich weiß halt nicht, wie das richtig funktioniert. Entweder muss ich überfahren, wenn er aussteigt. Oder ich muss ihn mit einem schnellen Wagen verfolgen. Aber ich habe auch gesehen, dass der gerade Fehler macht, ne? Alles nicht auf. Es geht doch alles nicht auf. Ich bräuchte genau die Sekunde, wenn er kommt. Dann muss ich ihn überfahren. Ich weiß halt nicht, was die richtige Taktik ist. Ich frage mich, wie das andere. Das andere dann gemacht hat. Das Problem ist, es gibt hier keine richtige Lösung. Das kann ja alles sein. Oh, mach das doch weg. 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 Mach das doch. Mach das doch weg! Ah, verdammt. Wie mache ich das am besten? Wie mache ich das am besten? Also hier ist die richtige Straße. Ich muss den Moment abwarten, wenn er rausgeht und ihn dann voll von Honorum. Aber auch nicht.
Jetzt den Club. Das schaffe ich doch nicht. Schaffe ich nicht. Jetzt einfach rammen. Jetzt Vollgas, Vollgas. Mach Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ja, Vollgas mit dem... Jetzt! Wir haben dich entdeckt. Ja, was denn? Das kann's... Oh. Also... Gut, das funktioniert nicht. Das heißt, es kann nur auf dem Weg funktionieren, wie er zu sich nach Hause fährt. Jetzt ist die Frage, nehme ich dann schnell einen Sportwagen, mache mit ihm Verfolgungsrennen oder ramme ich ihn mit... Ich behalte das Auto hier. Das einfach, das ist schnell. Damit darf ich jetzt keinen Kratzer machen. Ah, ist das schwer. Es ist schwer. Ich musste, für mich ist es schwer. Ich zerkratzen, werde keinen Monster-Stunt-Bonus machen. Das Auto ist mir wichtiger als das Geld. Ich bin mir nicht so sicher, was die richtige Taktik ist. Heißt Rian. Ihr wisst auch, wer ich bin. Nee, ihr schießt doch einfach auf irgendeinen Sportwagen. Ihr wisst doch gar nicht, dass ich das bin. Das könnt ihr so schnell gar nicht erkennen. Toll. Also, Micha, wie machst du das jetzt? Du brauchst ein schnelles Auto. Verfolgungsjagd. Oh. Ihr wisst auch alle, ja, mein Kennzeichen ist schon durchgegeben im Triadenfunk. Also, ich probiere nochmal eine andere Taktik. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit warten, oder was? Oh, das ist so behindert. Ich kann nichts machen, oder was? Das ist so dumm. Ich verstehe immer sowas. Das macht keinen Spaß. Ja, jetzt war die 36 oder was. Also, vorher überfahren geht nicht, weil die werden mich entdecken. Ist klar, er ist ja noch nicht im Auto und die werden mich zum Explodieren bringen. Warum auch immer die das so schnell schaffen. Ich weiß nicht, was sie für explosive Munition haben. Also bleibt mir ja nur... Oh Mann, ich muss das, wenn mir einer sagen könnte, Micha, mach doch das. Würde ich es ja machen. Das heißt, er wird dann wieder aus dem Puff da rauskommen. Ich darf ihn nicht entdecken lassen. Dann ramme ich ihn einfach, wenn er kommt. Ja, alles gut. Hier warte ich auf ihn. Hier warte ich auf ihn. Hinterhalt. Scheiße, meine Karre explodiert gleich. Boah. Was ist das eigentlich wieder für ein Motor? Ein Sauger, oder was? Schön Sauger. Ah, ich probier's aber mit dem Bus nochmal. Was ist jetzt mit Don Corleone? Mit Salvatore. Kommt der heute noch? Oh! Okay. Behindert. Ja, dann doch wieder mit so einem Wagen hier. Tut mir leid. Wo ist er denn jetzt hin? Verhaftet? Oh, nochmal von vorne. Wenn ich bloß wüsste, wie es geht. Oh. Rise FM, da ist wieder Mucke. Wenn ich bloß wüsste, wie es geht, dann probier es mit dem kleinen Auto nochmal. Aber ich muss jetzt anders angehen, weil, ich weiß, die haben mich ja vorher gesehen. Das heißt, ich darf mich nicht sehen lassen. Hupt doch nicht so blöd. Ups. Sorry, Omi. Oh, jetzt die Triaden wieder. Sie erkennen mich sofort. Da wissen sie sofort, ich bin's. Ja, ihr könnt das doch gar nicht wissen, ob ich das bin. Ihr seid doch behinderte Triaden hier. Kann ich wieder warten? Fuck. Was soll ich denn da machen? Du alter Penner. Was soll ich auf deiner Haustür auf dich warten und du kommst mir in die Arme gelaufen? Digga, ich warte. Habe ich noch Granaten? Scharfschützengewehr. Oh, die Taktik geht doch nicht auf. Scharfschützengewehr. Das ist es eigentlich. Das wäre die einzige Chance mit dem Scharfschützengewehr. Oh! Scharfschützengewehr. Komm, ich mach's mal. Ja, jetzt kommt ihr da wieder raus. Ja, kann man das nicht? Warum kann ich das nicht abbrechen? Will ich jedes Mal... Was mache ich denn da am besten? Ich packe das Auto jetzt nach vorne? Oder ich warte einfach vor seiner Haustür, bis er kommt?
Es geht doch auch wieder schief. Die sehen mich doch gleich. Man hat dich entdeckt! Abhauen, abhauen! Hier sieht mich bestimmt keiner. Ah! Jetzt! Eine Chance, ich hab eigentlich nur eine Chance! Ja, es war klar, dass es nicht funktioniert. Ja, das kann nicht funktionieren. Das heißt, es kann nur auf dem Auto. Oh! Gib der Vollgas! Power! Hohoho! Wieso gibt er so viel Gas? Alter! Sollt ihr mich verarschen? Digga! Das kann's doch effektiv nicht sein. Oh! Weißt du, was noch geil wäre? Weißt du, was noch richtig geil wäre? Wenn ich vor seine Haustür fahre und da 3-4 Autos hin tue, damit er gar nicht da lang fahren kann. Genug Zeit hätte ich ja. Also abschießen kann ich ihn nicht und ich werde entdeckt. Und der fährt auch so schnell. Ich brauche eine Panzerfaust. Also komm, wir fahren jetzt mal zu Salvatores Haustür. Mann, ich weiß einfach nicht, was die richtige Lösung dafür ist. Ich kann wetten, das funktioniert nicht, wenn ich LKW vor seiner Haustür abstelle. Was muss ich denn da machen? Ich würde so gern. Oder muss ich. Boah. Was ist hier denn im Stau? Ich brauche den fetten Bus. Den muss ich vor seiner Haustür abstellen. Genau den. Und die Bullen. Und die Bullen. Ich steige auf der anderen Seite ein. Achso, ich muss ja jeder einsteigen. Geil das wäre, wenn das funktioniert, wenn ich das Auto vor sein Haus stelle. Oh Mann, Micha, das wird doch alles wieder nichts. Oder 8-Ball, bei 8-Ball noch was einbauen. Bei 8-Ball ist dann... 8-Ball bringt mich auch um. Ich habe mit 8-Ball so gut zusammengearbeitet, ne? Das ist alles so Verrat hier in diesem Spiel. Mit aus Freunden, Feinde. Maria, der traue ich auch. Das klappt ja alles nicht. Mann, ich weiß einfach nicht, was ich machen muss. Das wäre geil, wenn das klappen würde. Also wenn das Auto nachher noch dastehen würde. Also Ausdauer. Ey, Alter. Schaltst du mal eine Runde zurück, oder was? Boah, Keul, der ist sich hier hoch. Beil, Mann. Was ist, wenn ich einfach am Ende warte? Ich brauche den Panzerfahrer. Ja, hier einfach die Karre querstellen. Das ist doch geil, wenn das funktionieren würde, oder? Oh, es wäre so chillig, wenn das klappen würde. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich muss auch mal gucken, was am Ende passiert. Steigt er dann aus? Weil wenn er aussteigt, kann ich einfach am Ende campen. Ich brauche jetzt irgendwo noch ein Auto. Hier, so einen sportlichen Boy noch. Cabrio, damit kannst du doch auch nichts. Fuck, es geht alles schief. Es geht alles schief. Aber gut, so. Jetzt verlässt jetzt den Club. Das Problem ist, die mit ihrer Russenkarre, die geben ja gleich sogar Vollgas. Hier sieht mich doch keiner. Hier können die mich nicht entdecken. 0%. Doch lieber so ein LKW. Ah. Schulbus. Oh, ich weiß nicht, was die richtige Taktik ist. So, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ah, komm her!
jetzt ist aber der Bus vor deiner Eingangstür. Der Bus ist davor! Ey, wie geht das? Nein. Boah. Oh. Oh nein, das kann ja auch nicht die richtige Taktik sein! Der Bus ist davor, der Bus ist davor, der Bus ist davor. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Der Bus ist davor, der Bus ist davor. Der Bus ist nicht davor! Ich sehe nichts! Was passiert jetzt mit Salvatore? Nein! Okay. Was ist eigentlich, wenn, was ist, wenn ich vor seinen... Ich stelle einfach den Bus vor sein Garagentor ab. Ach, wenn ich bloß wüsste, was ich machen muss. Ich muss zum Waffenladen. Guck mal, was sie hier im Waffenladen überhaupt haben. Panzerfaust brauche ich. Ich muss einfach nur das Auto zerstören. Das ist ja eine richtige Mission. Ich nerv ja nur jedes Mal die Fahrerei, jedes Mal wieder dahin. Panzerfaust, mein kleiner. Oh, eine Panzerfaust. Da! Granate! Was haben Sie noch so im Angebot? Granate! Was ist das? Was hast du jetzt überhaupt gemacht? Hab ich alles, hab ich alles. So, jetzt! Einfach Granaten! Ja, jetzt hab ich ihn! Jetzt fahre ich mit dem Bus vor seinem scheiß Garagentor und wenn er die scheiß Straße, ich werf nur noch Granaten! Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich, Mann. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt kannst du machen, was du willst. Jetzt hab ich dich. Wie willst du in deine Garage reinkommen, wenn du gar nicht da reinkommst? Ich weiß es nicht. Oh nein, da sind bestimmt wieder Leibwächter, die mich abknallen. Oh nein. Ich kann ja nicht erwarten, dass... Den Bus brauche ich wieder. Ah. Hat auch Türen auf beiden Seiten, ne? Die Ami-Modell wieder. Wo sitzt der eigentlich? Ich stelle mich einfach davor und wenn sie... Ich habe einfach Granaten. Salvatore, Alter. Du hast mich so viel schon... Also, Salvatore, ich stelle mich vor dem scheiß Laden quer, dann werfe ich nur noch Granaten, wenn du kommst. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Granatenwurf üben, bevor ich... Oh, fuck, jetzt kommt die auch schon da rauf, oder was? Boah, bin ich ein bisschen langsam heute. Aber ich muss sagen, die Kopfhörer tun nicht so doll weh, das ist ganz gut. Muss ich mich beeilen. Oh nein, jetzt wird es zeitlich wieder so eng. Ich schaff das. Einfach nur Granaten werfen. Jetzt Schwung mitnehmen, hier hoch. Schwung mitnehmen, Schwung. Yes. Jetzt verlässt er den Club schon. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Schwung. Oh nein, das wird jetzt verdammt eng. Das wird so eng. Also ich stelle mich einfach vor seine Garage. Ich stelle mich vor seiner scheiß Garage. Oh, bitte lass da keine Leibwächter sein. Bitte lass da keine Leibwächter sein. Was willst du machen? Ich werfe einfach Granaten auf dich. Dann werfe ich da Granaten hin. Sobald du da Scheiße nochmal einbiegst, werfe ich Granaten. Was willst du machen? Wie weit kann ich die Granate werfen? Das müsste reichen. Oh Gott, ist das. Mein Herzschlag geht hoch. Du kommst da nicht rein. Das Problem ist, ich muss so schnell. Jetzt. Jetzt! Na, Salvatore! Hab ich's euch gezeigt?
Jetzt ist das meine Villa, Alter. Jetzt bumse ich die ganzen Weiber. Boah, ich hab's geschafft. Oh, verdammt, das hätte ich auch... Oh, wie oft, oh Gott. Ja! Das war's. Oh, oh, wie geil. Was gibt's hier noch Schönes? Hallo? Koks? Oh, tut das gut. Oh, tut das gut, Menschen umzubringen. Oh, es kann so gut tun. Das ist jetzt meine Putze hier. Also, Whisky raus, Koks raus, Nutten raus, alles raus. Schwanz raus. Raus! Und die Männer können auch alle raus. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Das war's. Komm ich mal rein, die Putze hier. Wem gehört die jetzt eigentlich? Oh, war das. Das war ein guter Plan. Das war ein guter Plan. Beinahe hätte ich mich selber getötet. Ich habe noch eine Weste, oder was? Oh, hier ist ein bisschen Crack. Eins von 100. Eins von 100? Wo sind die denn alle versteckt? Also das andere habe ich auf dem Dach gefunden. Jo, das war's denn erstmal. Reicht jetzt auch. Krass. Das Telefon, da kann ich nochmal ranfahren. Das hat gut getan. Wo kann ich hier speichern? Hallo? Wo kann ich hier? Achso, muss wieder in das Haus. Ja, die müsste ja gespeichert haben. Und wenn nicht, kriege ich das nochmal hin. Okay, Leute, ich bin raus. 12.12. Letztes Mal dieses Jahr gezockt. Das nächste Mal werde ich jetzt wieder am 4.1. zocken, wenn ich wieder zurück bin. Oh. 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 Das war... Was jetzt? Maria wieder. Zahlen für neue und gebrauchte Autos. Einsatzfahrzeuge. Das ist mir zu heiß. Kran im Nordosten. Oh nö, da kenne ich dich gar nicht, Mann. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Wo war da hier der Haber oder im Nordosten oder was? Ist noch was Neues? Ne? Oh, okay, Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch auf jeden Fall, frohes Neues. Wenn alles klar geht, kann ich dieses Jahr, wenn Corona nicht dazwischen kickt, nach Polen fahren. Vielleicht gibt es auch ein schönes Polen-Video für die Pyro-Leute, die darauf Bock haben. Oh, war das hart. Eigentlich auch so einfach. Ich würde mir gerne Let's Play mal angucken von anderen, wie die das gemeistert haben. Oh, das war aber ein geiler Plan mit dem Bus. Da muss ich sagen, dumm, die ganze Zeit verkackt, aber das war nochmal gut rausgeholt. Also ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Hat Spaß gemacht mit euch. Ciao. Ey, das geht an die Vergangenheitsmicha. Ja, das mit dem Bus hast du geil gemacht im Endeffekt, aber Digi, Alter, 9 Versuche hast du gebraucht. Du bist der letzte Lappen. Ich habe mir auf jeden Fall nochmal danach ein Let's Play angeguckt von jemand anderes, der nicht so bekannt ist. Digi, wie einfach der das macht, Mann. Der rammt den zweimal, steigt aus, ballert 2 Magazine darauf, das Auto explodiert, fertig. Und ich da mit irgendwelchen Tricks und Straßensperren und keine Ahnung, Mann. Oh, stelle ich mich da manchmal glatt. Was kann manchmal so einfach sein, ey? Manchmal kann es wirklich einfach sein. Aber ich sage auch euch eins, ich lerne auf jeden Fall richtig viel dazu durch das Zocken und im Nachträglich nochmal bearbeiten und so, gucke ich mir die Fehler an und ja, das hilft mir richtig, richtig weiter. Und Leute, das nächste Let's Play wird das krasseste und schlimmste, was es jemals gab. Black Friday, sage ich dazu nur. Nee, also beim nächsten habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich quasi einen Bug in einem Spiel erzeugt oder, ja, erzeugt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann einen Fehler gemacht und das Spiel... Oh, ich empfehle euch auf jeden Fall, bleibt dran, guckt euch die nächste Folge an, das müsste Folge 9 dann sein. Und Folge 9 wird dann noch eventuell erstmal die letzte Folge, weil ich dann mir einen neuen Computer geholt habe und den muss ich dann zusammenbauen. Weil ich möchte nicht mehr, dass es ruckelt, ich möchte das in der höchsten Auflösung spielen und aufnehmen. Es darf nicht mehr ruckeln. Auf jeden Fall, das nächste Let's Play wird richtig böse. Und leider muss ich das auch ein bisschen schneiden, weil ja, da raste ich teilweise so hart aus, dass ich das nicht
zur Verfügung stellen möchte, das Material. Aber ich lege es mal in die Hinterhand und vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal so ein kleines Special oder sowas. Alles klar, euch eine schöne Woche noch. Gute S-Man, schönes Wochenende.